Herzlich willkommen zurück zu Let's Play DTM Race Driver. Wir befinden uns momentan in der DTM-Meisterschaft, also in der Deutsche Tourenwagen Masters, glaube ich, so heißt es. Genau, das erste und das zweite Rennen haben wir bereits abgeschlossen. Hockenheim kurz und Nürburgring lang. Heute kommt der A1-Ring, aka Red Bull Ring. 4,3 Kilometer fahren wir, 1 Minute 34,06 ist die schnellste Runde. Wir fahren bei Sonne und Wageneinstellung. Mal schauen. Die drei langen Geraden auf dem A1-Ring sind ziemlich schnell. Auf dem Rest der Strecke ist allerdings vor allem Grip gefragt. Ich schlage vor, dass wir die Bodenhaftung des Autos optimieren. Optimieren. Das ist eine absolut gute Idee, weil darauf wäre ich nämlich selber überhaupt nicht gekommen, dass wir die Bodenhaftung optimieren. Deswegen finde ich das sehr gut, dass du mir das gesagt hast. Und deswegen nehmen wir jetzt die Slicks. Alles klar, los geht's. Ja, okay. Gut. So, die Strecke finde ich persönlich recht gut. Warum haltet ihr an? Bitte fahrt einfach weiter. Was soll das? Oh Gott, da halten sie schon wieder an, ey. Man muss den Leuten wirklich ausweichen hier. Um nicht in deren hinterer Stoßstange zu enden. Weil das muss ja wirklich nicht sein. Oh. Ja. Wenn einige Leute sich streiten, dann freut sich der Nintendo. Oder so. Wir sind Erste geworden. Aufgrund des Unfalls, der da anscheinend passiert ist. Sehr schön. Schon in der ersten Runde. Das kann sich doch sehen lassen. Aber trotzdem müssen wir wirklich aufpassen, weil die eine Kurve da, die wir jetzt gerade eben sehr gut genommen haben, die ist aber trotzdem nicht gerade einfach. Das muss man auf jeden Fall so stehen lassen. Ja, oh Gott, Mann, ey, das gibt's nicht. Mann, Wagen, mach doch bitte irgendwas. Oh Gott, das ist immer so schmerzhaft, einfach zuzuschauen, wie der Wagen nicht mehr in der Lage ist, irgendwas zu machen. Sondern er rutscht einfach nur noch bis in die Unendlichkeit weiter. Oh Mann, ey. Immerhin sind wir nur Zweiter geworden dadurch, aber boah. Das ist echt, das ist schon echt. Vor allem, ich weiß noch nicht mal, wie das jetzt überhaupt passiert ist. Boah, und schon wieder, ich bin doch so langsam gefahren. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass es immer noch zu schnell war. Also ernsthaft. Ja, wahrscheinlich war der Anfahrwinkel da jetzt nicht so gut. Das kann natürlich sein. Boah, und ich schwitze auch schon wieder so, ne? Bei uns ist es hier so heiß. Momentan. Ich nehme das hier gerade auf am 30. Juni 2019. Ihr seht es wohl erst deutlich später. Aber ist ja nicht so schlimm. Für mich ist momentan auf jeden Fall noch absolute Sommerhitze hier am Start. Und ich merke schon, wie mir die Schweißperlen wieder hier von der Stirn langsam laufen. Es kitzelt schon. Aber gut, letzte Runde. Ich glaube nicht. Also, ich wäre mir da nicht so sicher, mit anderen Worten. Naja. Ich habe jetzt auch übrigens wieder Urlaub. Momentan, wo ich das ja aufnehme, das ist jetzt mein zweiter Urlaubstag. Ich habe jetzt 3 Wochen Urlaub tatsächlich. Im Sommer, wenn es am heißesten ist.
Ja. Naja, ist aber schon angenehmer, als wenn ich jetzt arbeiten müsste. Also das auf jeden Fall. Von dem her kann ich mich da jetzt nicht beklagen. Nee. Weil ich kann dann meinen Urlaub leider nicht selbst aussuchen. Geht leider nicht. Aber, naja, macht eigentlich auch keinen Unterschied, ehrlich gesagt. So, Leute, da bin ich wieder. Musste wieder kurz meine Stimme ölen. So. Ja. Also, ich bin jetzt gerade beim zweiten Tag meines Urlaubs. Und ich habe noch einiges an Urlaub vor mir, wo ich auch einiges schaffen werde, hoffentlich. Züglich meiner Let's Plays. Ich fahre auch 3 Tage weg, aber ja. 3 Tage ist jetzt natürlich im Vergleich zu 3 Wochen nicht so viel. Aber damit bin ich absolut einverstanden, denn ich bin sowieso eigentlich am liebsten zu Hause. So, wir sind Erster geworden. 4 Minuten 40, 22, 10 Punkte gibt es dafür. Timo Scheider ist 22 Sekunden hinter uns ins Ziel gekommen. Und Michael Bartel 41 Sekunden. Boah, ach, Platz 18. Naja. Okay. Platz 1, 21 Punkte. Cool. So, der Norisring kommt als nächstes. Okay, wieder eine neue Strecke, ne? 2,3 Kilometer, 53 Sekunden, 0,04. War die schnellste Runde. Sehr heiß sind die Bedingungen. Der Norisring hat es in sich, Ryan. Wir sollten mit niedriger bis mittlerer Bodenhaftung fahren, damit du auf den Geraden gut beschleunigen kannst. Pass aber in den Haarnadelkurven auf. Niedrige bis mittlere Bodenhaftung. Heißt das, ich sollte jetzt hier die... Obwohl, die Slicks, haben die eigentlich niedrige Bodenhaftung? Ja, die haben doch eigentlich die höchste Bodenhaftung, oder? Weil das... Weil die doch... Ich kenne mich damit echt so wenig aus. Haben die hier höhere Bodenhaftung oder niedrige? Eigentlich doch niedriger. Wegen des Profils. Die Regenreifen? Ja, nee. Nehmen wir jetzt einfach die Intermediates. Ich habe keine Ahnung. Ist mir auch egal. So, los geht's. Hey, hör zu! Ich will, dass du die Stirn bei die Hörner packst. Die anderen Ware haben doch keine Chance gegen dich. Die anderen Fahrer haben keine Chance gegen mich. Tja, das höre ich doch gern. Boxenstopp zwischen Runde 1 und 5. Oh, wir fahren 6 Runden. Da fliegen gleich erstmal die ganzen Spoiler ab. Alles klar. Die wurden nämlich nur anscheinend zum Spaß da dran gebaut oder so. Dass man die erstmal direkt abfahren muss. So, und die Strecke... Oh Gott. Kenne ich tatsächlich nicht. Nee. Interessantes Layout. Vodafone, okay. Vodafone-Werbung gibt es hier auch. Ja. Ich wollte ja noch gar nicht bremsen. Wenn der vor mir bremst, kann ich ja nichts für. Und auch hier wieder schönes Panorama da im Hintergrund. Stadtpanorama, so, die Leute fahren jetzt schon in die Box. Das werde ich nicht tun. Leute, ich fahre lieber allein meine Runden. Bin ja auch schön ungestört hier von den ganzen anderen Leuten, die mich hier irgendwie rammen wollen oder irgendwas. Gefällt mir dann doch besser. So. Und hier diesen... Den Reifenabrieb hier kann man auch sehr gut nutzen, um den optimalen Weg herauszufinden. Also die Ideallinie. Aber das, naja, sieht schon ein bisschen unrealistisch aus, muss man sagen. Also,
glaube, das sähe ein bisschen anders aus. In echt. So wie es dann auch bei Grid 2 und so ein bisschen realistischer dargestellt wurde, hier der Reifenabrieb. Also die dunklen Spuren. So, dritte Runde sind wir. Immer noch erster Platz. Wir haben, glaube ich, schon Leute überrundet, oder? Ich glaube schon, dadurch, dass manche in der Box sind. Also waren. So. Oh Gott. Ja, und in der nächsten Runde müssen wir in die Box. Na, das können wir doch machen. Und ich darf nicht B drücken. Ganz wichtig, sonst werde ich nämlich disqualifiziert. Das wäre jetzt nicht so cool. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier komme ich immer raus, ne? Bei der Kurve. Oder fast immer. Oh. Nee, hä? Ja. Es sah gerade so aus, als gäbe es da in der Boxengasse einen Unfall oder so, aber vielleicht sah das auch nur so aus. Okay, so, jetzt müssen wir in die Box. Fünfte Runde sind wir. Na, das sollte doch gehen. Na klar. Ich fahre dran vorbei, Leute. Spaß. So. Ich weiß ja immer noch nicht, wie ich das hier auswählen soll. Aber wir lassen es am besten einfach so, wie es ist. Passt schon. Da fahren sie alle vorbei. An mir. Ich bin immer noch Erster. Und los geht's. Boah. Okay, ich habe ja einen riesen Vorsprung. Immer noch. Das gibt's ja nicht. Glaube ich tatsächlich die beste Taktik, wenn man erst am Ende in die Box fährt, weil man dann vor allem das ganze Rennen über eigentlich fast seine Ruhe hat von den anderen Leuten, die einen nicht irgendwie rausrammen oder aufhalten oder irgendwas, außer wenn man sie eben überrundet. Deswegen halte ich das wirklich für eine sehr gute Idee. Selbst die anderen Leute fahren nicht auf der Ideallinie. Oh nein, er hat mich überholt. Ja, coole Sache. So, 10 Punkte gibt es dafür nochmal. Knapp 6 Minuten haben wir gebraucht. Wie sieht es mit den anderen Leuten aus unserem Team? Timo Scheider, Platz 16, 40 Sekunden knapp Rückstand. Und Michael Bartel hat es nicht mal bis in die letzte Runde geschafft. Das ist traurig. Letzter Platz. Okay, gut. Speichern. Und dann machen wir noch ein Rennen, würde ich sagen. Oder vielleicht auch zwei, je nachdem, wie lange das dauert. Sandford. Okay, wo auch immer das ist. Sagt mir jetzt auch nichts. 4,3 Kilometer, 1 Minute 33,01. Ist die schnellste Runde. Wir fahren wieder bei Sonne. Die Strecke ist ziemlich uneben. Du solltest mit einer weichen Federung fahren.
Außerdem schlage ich vor, dass wir die Bodenhaftung des Autos optimieren. Eine weiche... Okay. Machen wir mal ein bisschen weicher hier alles. Okay. Bodenhaftung optimieren, hat er gesagt wieder, ne? Sagt mir halt schon wieder überhaupt nichts. Naja. Egal, passt schon. Los geht's. Also diese Zwischensequenzen am Anfang sind auch schon zum Teil etwas fragwürdig. Aber gut. Wir lassen uns davon nicht beirren. Ja, natürlich. Okay, sorry, das war jetzt nicht meine Absicht. Aber diese Spoiler lassen sich auch extrem leicht entfernen, irgendwie von den jeweiligen Fahrzeugen. Ich so das Gefühl. So. Also, das Treppchen haben wir schon mal inne. Aber da wird doch wohl noch mehr möglich sein. Okay. Ja, das war jetzt natürlich alles ein bisschen ungünstig hier gelaufen. Aber okay, immerhin sind wir Zweiter. Bis jetzt kam es ja auch noch nie vor, dass irgendwie unser Fahrzeug nicht mehr so richtig fahren konnte oder so. Also bisher lief eigentlich alles ganz gut. Außer wenn wirklich mal... Ja. Ein paar heftige Unfälle passiert sind, aber trotzdem fuhr unser Fahrzeug eigentlich immer noch ganz gut. Also bis jetzt hatten wir nie einen Boxenstopp so wirklich notwendig. Nötig. Meine ich. Das ist doch auch schon mal sehr gut. Ja. Bitte? Irgendwas mit Spind, hat er gesagt. So. Er will ja anscheinend vorbei. Aber das kann ich nicht zulassen. So. Er lässt echt nicht locker. Nein, das gibt's doch nicht. Mann, ich hasse das so sehr, dass der Wagen einfach nicht mehr in der Lage ist, irgendwie zu lenken, wenn ich mal einmal von der Strecke abkomme. Echt, das ist absolut ätzend. Leute. Vierter Platz, ey. Naja. Wir sind da in der Gesamtwertung ganz gut mit dabei, also von dem her mache ich mir da jetzt keine Sorgen. Groß. So. Boah, wie sie hier lauern hinter mir. Ja. Ey, das gibt's doch nicht. Es hätte fast gereicht, dass ich da rumkomme um diese Kurve, ey. Aber sobald ich 1 Zentimeter von der Strecke abkomme, denkt mein Wagen sich so, lenken? Was? Hab ich noch nie gehört. Was ist das? Tja. So ist das. Okay, naja, Vierter ist ja auch nicht gerade schlecht. Könnte besser sein, aber was soll's.
Gesamtwertung ist gut genug. Müssen dann mal über die Zeit hinweg schauen, wie wir uns so machen mit den Gesamtpunkten für die aktuelle Gruppe, in der wir uns befinden. Ob wir dann ganz gut mit dabei sind oder nicht. Das wird sich zeigen. Aber bislang sieht es eigentlich echt nicht schlecht aus. So. Aber den Platz will ich dann doch behalten. Danke. Ja, das stimmt. Aber fast heißt eben nicht. So, Timo Scheider ist Sechster geworden. 6 Sekunden Abstand zum ersten. S. Tischler. Ich bin Vierter geworden. Und der Kollege Nummer 2, Michael Bartel, 21 Sekunden, Platz 12. Naja. Wir sind immer noch Erster, weit. Also kein Problem. So, letzte Strecke, okay. Eigentlich würde ich jetzt eine neue Folge anfangen, aber da das wirklich die letzte Strecke von dieser Meisterschaft ist, machen wir das jetzt noch schnell. 6,8 Kilometer fahren wir, 1 Minute 34,06 ist die schnellste Runde, wir fahren bei Sonne. Aufgrund der langen Geraden und der schwierigen Kurven ist hier ein ausgewogenes Setup nötig. Okay, ausgewogen, ja. Dann nehmen wir einfach das standardmäßige. Nervös? Nein, ich bin nicht nervös. Schließlich sitze ich nur dumm im Auto rum. Du hast schon seit 15 Minuten keinen blöden Witz mehr gemacht, Roy. Ist irgendwas? Nein, ich habe gerade an meinen alten Herrn gedacht. Hier ist er sein erstes Rennen als Profi gefahren. Er hätte kotzen können. So nervös war er damals gewesen. Du vermisst ihn, oder? Nein. Ich meine, ja, eigentlich haben sie recht. Ich hatte nie eine Chance, ihn richtig kennenzulernen. Er war Rennfahrer mit Leib und Seele und immer auf dieser Rennstrecke. Ich war noch ziemlich jung, als er starb. Ja, schlimme Sache. Und der Kerl ist ungeschoren davongekommen. Wie hieß er doch gleich? James Randall. Angeblich war es ein Unfall. Ich bin drüber weg. Ja, James Randall war schuld. Aber für mich sah es eher danach aus, als wäre es kein Unfall gewesen, sondern, tja, eine Handlung aus Frust oder so. Sah für mich zumindest eher danach aus. Ihr könnt mir ja mal schreiben, wie ihr das Ganze seht. So. Direkt mal auf den ersten Platz geschoben, ha? Oh, guck mal, hier ist diese Tribüne, von der ich gesprochen habe. Okay, ich glaube, ja, die ist dann doch schon da, okay. Dann war das einfach nur ein anderes Layout, was wir da letztes Mal gefahren sind. Na gut, dann ist dem so. So, die Kurve ist echt fies. Okay, ja, das Layout sind wir ja auch, das bin ich auch bei Grid Autosport zum ersten Mal und glaube ich auch als einziges gefahren, bisher. Ich erinnere mich. Ach ja, Grid Autosport, das waren noch Zeiten. 2014 kam das Spiel raus. Wir haben es uns alle gleich zum Release gekauft. Und fanden das dann nicht ganz so gut, weil es eigentlich nur wie ein kostenpflichtiges Update von Grid 2 war. Weil es eigentlich die Neuerungen im Vergleich zu Grid 2 nur so gering ausgefallen sind quasi. Da waren wir anscheinend anderes gewohnt oder haben was anderes erwartet. Aber naja, was will man auch Revolutionäres erwarten bei einem Nachfolger von einem, ja, realistischen Rennspiel. Eigentlich kann man da nur erwarten, dass halt alles noch etwas, die Grafik noch etwas besser ist, noch mehr Strecken vielleicht, noch mehr Fahrzeuge und so, aber ansonsten, also wirklich viel Innovation kann da ja eigentlich gar nicht geboten werden, wenn man nicht das ganze Konzept über den Haufen werfen will zumindest. Und das kann man ja schlecht bei einem realistischen Rennspiel. Normalerweise.
Also mit dem Rennsimulator eigentlich eher schon. Naja. Aber das Spiel war trotzdem auf jeden Fall ganz gut. Also mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Grid Autosport, auch wenn Grid 2 fand ich noch etwas besser tatsächlich. Aber naja, allzu viel hat sich dann auch wieder nicht genommen. Vor allem fand ich die Grafik sogar bei Grid 2 ein bisschen besser. Ich weiß nicht. Man hatte eher bei Grid Autosport so das Gefühl, dass sie wieder zu den bisschen mehr zu Race Driver Grid zurückgekehrt sind, auch was die Grafik angeht. Dass alles so ein bisschen mehr trist irgendwie aussieht. Was ich aber nicht als eine gute Neuerung empfand. Weil ich fand das eigentlich sehr gut bei Grid 2 mit der Grafik. Dass da versucht wurde, so ein bisschen mehr Farbe irgendwie ins Spiel zu kriegen und auch mit dem ganzen Feuerwerk und so, was es da auch immer gab. Und was nicht alles. Aber alles in allem, Grid Autosport hat mir auch wirklich gut gefallen. Und ich freue mich darauf, das dann eines Tages nochmal neu zu Let's Playen. Mit besserer Grafik, mit besserem Sound und allem drum und dran. Und dann auch die Karriere zu 100% natürlich durchspielen mit allen. Da gibt es ja 6, ich weiß nicht, wie nennt man die, 6 Modi. Also Open Wheel, Endurance gab es ja da, Street, Tuner glaube ich und so weiter und Touring Cars glaube ich, Touring. Naja, auf jeden Fall, da werde ich dann die Karriere zu 100% durchspielen und dann werden wir auch den Online-Modus da zocken. Mit Paul Meister zusammen natürlich voraussichtlich, wenn sich nicht bis dahin irgendwas ändert, was das irgendwie verhindern sollte. Und dann noch online natürlich. Das dauert dann auch ewig, bis man da mal die ganzen Level aufgestiegen ist und man sich jedes einzelne Fahrzeug da im Online-Modus gekauft hat und man kann die auch alle einzeln auftunen und so weiter. Also ich glaube, wenn ich das Spiel nochmal Let's Play, das könnte ein echt langes Let's Play werden. Weil bis man das Spiel zu 100% durchgespielt hat, vergehen schon einige Stunden, wirklich. So, und wir sind durch. Aber genauso ist es auch bei The Crew, was ich auch vorhab, neu zu Let's Playen. Die aber wohl guten Riecher für wirklich gute Fahrer, was? Ich bin da stolz auf dich, McCain. Danke. Freut mich. So, 5 Minuten haben wir gebraucht. Unser Teamkollege 1 ist 11. geworden, 33 Sekunden Rückstand. Teamkollege 2, 13. Platz, 36 Sekunden Rückstand. Naja. Geht besser, ne, Leute? Ich bin hier der Einzige, der hier wirklich Punkte erreicht. Okay, Timo Scheider hat auch einen Punkt erreicht. Wow. Gut gemacht. Okay. Nachricht an Ryan McCain von Stefan Tischler. Du fährst wirklich großartig. Ich würde gerne in Deutschland gegen dich antreten. Wie sieht's aus? Bist du dabei? In Deutschland? Na klar, bin ich dabei. Timo Scheider? Hieß der so? Ah, jetzt haben wir hier auch die neuen Sachen von Power Racing. Super Sports haben wir jetzt anscheinend alles abgehakt, so wie es aussieht. Und jetzt haben wir hier die neuen Sachen. Oh. Was hören wir jetzt hier im Hintergrund? Irgendeine Musik, die ich kaum hören kann, weil es sehr, sehr leise ist. Wie dem auch sei. Dann würde ich sagen, geht's hiermit weiter in der nächsten Folge. Das sieht nach einem ziemlichen Rennwagen aus. Ich kann jetzt nicht sagen, welche das ist. Auf jeden Fall, das werden wir in der nächsten Folge versuchen. Ich bedanke mich fürs Ansehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Bild wird nicht vergessen. Also dann, bis zur nächsten Folge von DTM Race Driver und ciao.